Naja, also Köln ist ja viel weiter angereist als aus Köln. Ich will das nur für Jüngere nochmal kurz sagen. Also Jane Goodall ist die Person, die die liebevolle, biologische, auf Verhalten hingerichtete Untersuchung von Menschenaffen, sagen wir mal, so bekannt gemacht hat, dass man da heute eigentlich nicht mehr dran vorbeikommt. Das sage ich jetzt nur für Jüngere. Und der Colin ist einer der Menschen, die mit Ruhe und Bedacht und Liebe und Güte auch seit Ewigkeiten mit Zeitschriftenartikeln und Büchern so, allen Menschen, die nicht irgendwie unterwegs sein können auf einer Demo oder auch nicht unbedingt Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten sind, unterstützt mit Tatsachen. Das habt ihr gehört, was er da alles an Tatsachen hier geschildert hat. Und das mit den Tatsachen würde ich noch schnell gerne ergänzen, weil mehr als der Colin gesagt hat, muss man nicht sagen. Aber es gibt noch eine Sache, die vielleicht nicht allen so vollständig klar ist. Das grundsätzliche Problem bei der Haltung von Lebewesen, die, sagen wir mal, nicht immer freundlich sind, ja? Also Tiere können Kriege führen, Tiere können jede Menge Scheiße bauen, Tiere können genau wie Menschen besonders gut, besonders schlecht und alles dazwischen sein. Also das sind jetzt keine Heiligen oder sowas. Aber eine Sache, die wir den Tieren zugestehen in der Biologie, also ich muss dazu sagen, ich bin Biologe, ist, dass die Lebewesen aus wissenschaftlicher Sicht, das wissen wir jetzt seit, also selbst bei wirbellosen Tieren, das habt ihr vielleicht schon mal bei YouTube gesehen, die ganzen Videos über Kraken und über andere Tiere, die die tollsten Sachen machen, sich anfreunden können, sogar Fische, die keine Mimik haben, wo man das überhaupt nicht sehen kann. Diese Tiere sind von Menschen in dem Bereich, den wir als menschlich, rührend, interessant, nennenswert, schützenswert ansehen, sind sie von Menschen überhaupt nicht zu unterscheiden. Also wie gesagt, es gibt sogar Freundschaften über Artgrenzen weg, die schon genannten Kraken, Fische und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal, wie man früher gesagt hat, man geht so eine Art Stufenleiter hoch, ne? Also höhere Tiere hat man von niederen Tieren unterschieden, das würde heute auch keiner mehr machen. Aber bei Affen brauchen wir doch wirklich keine Sekunde mehr darüber nachdenken, ob die überhaupt in Unfreiheit gehalten werden dürfen. Also der Colin ist ja schon recht freundlich. Und auch das Jane Goodall Institute, also die beiden sagen, okay, wir müssen uns erstmal um die beiden Affen hier kümmern. Das finde ich auch sehr richtig, also dass jedes Wort davon stimmt. Aber ich denke, dass wenn wir das überhaupt mal durchsetzen wollen, dass das ganze Theater aufhört mit den ganzen Lebewesen, die, wie auch immer das heißt, Weben oder Hospitalismus oder sonst was, irgendwo in der Ecke hocken, die bestaunt werden mit so einer Mischung aus Grusel, Angst und irgendwie so mit einer Prise Exotik, die aus der Kolonialzeit kommt, die keins der Kinder, die hier in den Zoo gehen, überhaupt noch mit, die wissen nicht, was das mal war, die Kolonialzeit, und dass man ausstellen musste, wie man überall auf der Welt was erbeuten und ausstellen und besiegen und beherrschen und einsperren konnte. Also das ist alles Quatsch, das ist unmodern, das gibt's alles überhaupt nicht mehr. Deswegen würde ich also nochmal deutlich einen Schritt weiter gehen. Natürlich denke ich, der Colin auch, aber er hat heute über die beiden Affen zum Glück gesprochen. Bitte sperrt keine Tiere ein, sondern lasst sie einfach in Ruhe ihr Ding machen. Es gibt auch viele Beobachtungen natürlich, die früher in Zoos gemacht wurden, das ist klar. Ne? Also dann kann man sagen, ja, aber du bist doch Biologe und ihr habt doch auch Tiere, die im Labor oder im Zoo oder sonst so gehalten werden. Das stimmt natürlich auch. Aber die Zeit geht weiter. Also das heißt, diese Forschungen wurden halt gemacht, so ist es halt. Das können wir nicht mehr, die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber wir können die Zukunft ändern. Und deswegen würde ich sagen, sobald eine bestimmte Grenze des Bewusstseins überschritten ist, das fängt mit Sicherheit auch schon bei Hummern an, die also auch angeblich, das habe ich gestern noch gehört, haben Hummer überhaupt Gefühle, wenn man sie in heißes Wasser, in kochendes Wasser schmeißt. Und dann ist so, um Gottes Willen, das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten ist das bekannt, dass sie das natürlich spüren und keineswegs schlagartig ausgeknipst werden, sondern dass sie natürlich dann Todeskampf erleben. Und dann bei allen anderen Tieren, die sozusagen danach kommen, ist das genauso. Ich will mal was sagen, was ihr wahrscheinlich jetzt bizarr findet oder seltsam, aber ich lebe seit ungefähr 20 Jahren mit Fauchschaben zusammen. Und am Anfang dachte ich noch so, naja, okay, gut, ne? Das sind halt Insekten und was wird da schon bloß los sein? Aber im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass die auch ihr eigenes Ding da machen. Also die sitzen an bestimmten Stellen, die verhalten sich bestimmt, die haben bestimmte Gewohnheiten, die gewöhnen sich natürlich auch an Menschen, an Licht, an Futter und so weiter. Aber wenn man das Licht ausmacht und geht, dann geht die Party los. Dann sind die, so gut es halt eben geht, frei und glücklich. Natürlich ist es immer noch ein Terrarium. Aber ich würde mal sagen, selbst bei solchen Tieren ist das heute schon so, dass wir wissen,
okay, die könnte man vielleicht in einem Zoo halten oder man könnte in einem Zoo zum Beispiel eine große Anlage für Spatzen machen, die es ja kaum noch zu sehen gibt, oder für Stare oder für Eichhörnchen oder irgendwelche Lebewesen, die rein und rauslaufen können, wenn sie Bock haben. Aber es wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeins der Kinder, die wir hier an uns vorbeispazieren sehen die ganze Zeit, allen Ernstes in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch, sagen wir mal, in einer Welt leben will, in der Tiere hinter Gittern und Panzerglasscheiben und auf Betonboden, wie der Colin das gerade gesagt hat, so begafft und besichtigt werden. Das ist einfach unmodern. Wenn euch das mal interessiert, ihr könnt euch gerne die wissenschaftlichen Daten dazu angucken. Es geht nicht nur um Mitgefühl oder so, ne, weil das könnte auch sein, dass ihr das nicht habt. Ne? Dann sagt ihr so, nö, ach ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß da drin, sonntags, nachmittags oder so. Also selbst wenn ihr euch nur für Wissenschaft und ganz trockene, gefühlsfreie Tatsachen interessiert, wir wissen mit unumstößlicher Sicherheit, und es gibt keinen Biologen und keine Biologin, den ich zumindest kenne oder wo ich eine Veröffentlichung von gelesen habe, die das anders sehen würden, selbst schon weit, weit, weit jenseits der Entwicklungsstufe, die die Affen haben, die ja nicht nur Menschen ähnlich sind, sondern ein bisschen Colin Bernard passiert wäre, die ja eigentlich wie Menschen sind. Also der Unterschied ist ja biologisch überhaupt nicht mehr richtig festzustellen. Bei diesen Lebewesen ist es so, dass sie nicht nur spielen wollen, nicht nur manche eine Familie brauchen, andere mehr, andere weniger, sondern dass sie genau dasselbe Freiheitsbedürfnis wie ihr alle habt. Das heißt, wenn ihr mit den Kindern redet im Zoo, also falls ihr mit denen reden möchtet, ihr sollt ihr natürlich nicht zwingen, dann fragt ihr einfach mal, was würdest du eigentlich sagen, wenn du die ganze Zeit in dem Becken drin wärst, oder in dem Terrarium wärst, oder hinter diesen Gitterscherben wärst, oder in diesem Betonbunker wärst oder so? Und dann würde wahrscheinlich jedes Kind und hoffentlich auch jeder Erwachsene sagen, ja, das wäre scheiße. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Yeah. Vielen Dank, Marc. Ich finde, das ist richtig so sagen.